Rental Recruiter, ein Rezept vielleicht, um gute Mitarbeiter zu finden. Herzlich willkommen im Vertriebsfunk. Mein Name ist Christopher Funk. Du bist beim Podcast zum Thema Vertrieb, Recruiting, Karriere beim Vertriebsfunk. Und wir sprechen heute über das Thema Rental Recruiter. Und es gibt Unternehmen, die tatsächlich ja Recruiter anbieten, die für andere Unternehmen Sachen machen, die sie vielleicht aus eigener Kraft nicht hinbekommen oder auch gar nicht als Ressource vorhalten wollen und wie das Ganze funktioniert. Dazu habe ich mir jetzt eine absolute Expertin ins Interview geholt. Deswegen herzlich willkommen hier beim Vertriebsfunk, Andrea Hermann Bäumer. Ja, danke Chris. Vielen Dank für die Einladung. Du bist bei der Firma AMG Recruiting Leiterin Recruitment Marketing. Das musst du uns gleich nochmal erklären. Also wie ich das verstanden habe, AMG ist quasi so ein Full-Service-Provider rund um das Thema Personal. Also ihr macht Employer Branding, ihr macht Recruitment Marketing, ihr macht halt tatsächlich dann auch Outsourced Recruiting, also ihr verleiht Recruiter an Unternehmen. Aber ihr würdet auch im Prinzip, wenn die Unternehmen sagen, nee, macht ihr das mal alles für uns, würdet ihr auch den kompletten Prozess übernehmen. Also irgendwo haben wir auch quasi in der Dienstleistung eine Überschneidung, also bei Xenagos und hier, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten sehr, sehr individuell. Wir gucken immer, was braucht das Unternehmen, was ist so das langfristige Ziel, was ein Unternehmen hat. Und es ist genauso, wie du gesagt hast, ich sage immer so, wir mischen das Beste aus Online-Marketing und Recruiting und haben dann die Möglichkeit, über unsere spezialisierte Werbeagentur für den Bereich Personalmarketing, Employer Branding und das operative Recruiting, diese Dienstleistungstiefe, die du gerade schon beschrieben hast, abzubilden. Und ihr macht das auch nicht seit gestern, ne? Habe ich gesehen. Nee, wir werden dieses Jahr 30 Jahre. Also Ende Juni haben wir unsere große Jubiläumsfeier. Da freuen wir uns schon richtig, richtig drauf. Ja, wir haben 30 Jahre Recruiting auf dem Buckel. Wahnsinn. Okay, und du bist Leiterin Recruitment Marketing. Was ist das genau? Ich leite den Bereich Recruitment Marketing. Das ist das Team, was als spezialisierte Werbeagentur die Bereiche Personalmarketing, Employer Branding bei uns umsetzt, und darüber hinaus bin ich Projektleiterin für Recruiting Services Projekte mit DHL, ThyssenKrupp, Toyota Material Handling und auch kleineren und mittelständischen Unternehmen. Okay, also wir haben jetzt drei Begriffe. Ist das so, also ist Recruitment Marketing der Oberbegriff und Employer Branding und Personalmarketing die Unterbegriffe? Kann man das so sehen? Also kann man so sehen, da gibt es natürlich verschiedene Sichtweisen drauf und verschiedene Definitionen. Also Recruitment Marketing heißt für uns, dass wir wirklich dass wir das Beste aus Online-Marketing und E-Commerce ins Recruiting überführen und dort Lösungen schaffen, mit denen wir aktiv suchende Kandidaten, aber vor allen Dingen passiv suchende Kandidaten dort mit Botschaften erreichen, wo sie sich aufhalten und sie dann wirklich für Jobs begeistern können. Also früher war Recruitment Marketing ja eine Stellenanzeige und eventuell eine Jobmesse, ne? Also bevor es das Internet Ja, vielleicht nur noch so BA anrufen oder so, ne? gab. Ja, Bundesagentur. oder sich bei der Uni Zettel verteilen oder sowas. Oder mal einen Vortrag halten an der Uni, ne? Ja, So, genau. und heute ist es ja quasi, ja, wie erreiche ich die Leute über Xing, über LinkedIn, aber auch über Facebook? Ist das so in die Richtung? Genau, also in dem aktuellen Kandidatenmarkt, in dem wir sind und auch in der digitalisierten Welt quasi, in der wir sind, ist es so, dass wir natürlich jeden online eigentlich erreichen können, wenn wir denn wissen, wo er sich rumtreibt als potenzieller Kandidat. Und wir nutzen verschiedene Techniken. Also wir haben natürlich das Active Sourcing als Online-Direktansprachen über verschiedene Kanäle, aber auch natürlich den Bereich des Online-Marketings, also sehr gezielter Werbeanzeigenschaltung, sei es auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram. Oder auch in sehr spezialisierten Plattformen. Also wir arbeiten im Moment für ein Unternehmen im E-Sports-Bereich und da suchen wir natürlich auch so Plattformen wie Twitch und können da dann nicht nur suchen, sondern eben auch Werbeanzeigen schalten. Okay, kannst du den Begriff Active Sourcing nochmal erklären? Genau. Active Sourcing heißt, dass wir Online-Kandidaten aufspüren, also identifizieren, ansprechen und begeistern für Jobs. Okay. Und wie funktioniert das so? Kannst du mal so einen Prozess beschreiben, wie das funktioniert? Genau, also ein Prozess funktioniert so, dass wir uns immer am Anfang sehr stark mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Das heißt, mit dem Unternehmen und idealerweise, wenn die Zielgruppe im Unternehmen ist, sprechen
und gucken, wo sind die eigentlich beruflich und privat unterwegs? Auf welchen Plätzen? Machen wir mal ein Beispiel. Ich suche einen Vertriebsingenieur, Maschinenbau, 35, halt mit erster Berufserfahrung. Da würde ich gucken, okay, die Kollegen von denen, also die jetzt schon da sind, was machen die denn so? Sind die auf Xing? Sind die auf LinkedIn? Sind die auf Facebook? Nutzen die Instagram und so? Genau, also Mediennutzungsverhalten sowohl beruflich, ne? Also ich als Maschinenbauingenieur habe bestimmt irgendwelche Blogs oder irgendwelche Gruppen, die ich mir angucke, weil ich da berufliche Informationen bekomme. Oder ich höre einen bestimmten Podcast, ja. Also die Maschinenbauingenieure vielleicht nicht so sehr, aber die Vertriebler, die werden deinen Podcast ja wahrscheinlich hören oder Recruiter. Das heißt, da habe ich Anknüpfungspunkte und dann muss ich eben immer gucken auf den Plattformen selber, wie kann ich dort die Personen identifizieren? Gibt es bestimmte Parameter? Gibt es bestimmte Suchfunktionen, die ich nutzen kann? Und wie kann ich dann in Kontakt treten? Wie würdest du das über den Podcast lösen? Habt ihr das schon gemacht? Nee, Podcast haben wir noch nicht gemacht. Also, das ist sehr, sehr spannend. Das würde ich gerne mal machen. An und für sich müsste man eben gucken, auf welchen Plattformen wird es eben ausgespielt und gibt es da die Möglichkeit, Werbeanzeigen zu schalten. Also ich nutze jetzt zum Beispiel privat auf meinem Android-Handy Castbox, ne? Und wenn ich da in die Podcast-Beschreibung gehe, da habe ich mal Werbung drin. Das heißt, das wird höchstwahrscheinlich über das Google-Display-Netzwerk oder ein anderes Netzwerk gelöst werden. Und dann kann ich natürlich, da ist ja immer ein bisschen angeteasert quasi, eine erste Beschreibung zum Podcast, da muss ich auf mehr lesen gehen und dann wird mir auch schon die erste Werbeanzeige angezeigt. Und dann darüber kann ich natürlich, wenn ich mir sehr gut überlege, in was für einer Situation ist mein Kandidat, was würde den ansprechen, wenn ich das kommunikativ so verpacke, dass den das interessiert, versuchen, den eben zum Beispiel auf eine von meinen Plattformen zu bekommen oder in Kontakt zu bekommen mit mir. Ja. Ich kenne immer die Geschichte von Martin Gaed, der irgendwie mit dem Kunden haben die sich gefragt, welche Musik, was für Musik hören Ingenieure, ne? Also so Absolventen und so weiter, ne? Und dann sind sie darauf gekommen, dass die Heavy Metal hören. Viel Heavy Metal und Hard Rock, ne? Und die haben dann, glaube ich, Tickets für Wacken gesponsert. Wacken. Ja. Und haben damit quasi die Zielgruppe über einen ganz anderen Winkel gefunden. Ne? So, und jetzt sind wir ja eigentlich beim Punkt. Also wir haben jetzt schon ein paar Sachen angesprochen. Also wenn ich jetzt zu einer normalen Personalabteilung gehe und sage, hey, wir wissen, dass viele der Verkäufer, die wir erreichen wollen, dass die einen Podcast hören, dann guck doch mal, wie du die erreichen kannst. Da sagen wahrscheinlich die meisten Menschen in der Personalabteilung, hey, ich habe da keine Ahnung von, ich weiß gar nicht, wie das geht, ja. Und da kommt er dann, ne, oder ja, also was sie ja oft noch machen, ist so ein bisschen Xing-Recherche, vorsichtige Xing-Ansprache oder auch auf LinkedIn, und dann ist ja meistens auch schon Ende. Also die meisten Personalabteilungen, gut, die haben ja auch andere Jobs zu machen, die müssen mit dem Betriebsrat arbeiten, die müssen mit den Mitarbeitern arbeiten, die müssen sich um die Löhne kümmern und so weiter, Personalentwicklung machen, Onboarding, wenn es gut läuft, müssen sie noch machen, und Recruiting ist halt, ich meine, wenn man dir so zuhört, es kann halt im Detail ziemlich speziell und ziemlich komplex sein, wo man dann sagt, okay, da musst du ja schon ziemlich viel Expertenwissen dir angeeignet haben. Und das ist ja immer der Punkt, wo ich sage, also ich meine, das ist ja auch immer der Punkt, wenn mich jemand fragt, ja, wann macht es denn Sinn, einen Headhunter einzuschalten? Und ich sage, ja, wenn du Besseres zu tun hast, ja, als es selber zu machen. Ne? Das ist ungefähr so, als würdest du sagen, also sobald du dich entscheidest, die Inspektion in deinem Auto nicht mehr selber zu machen, sondern es in die Werkstatt zu bringen, kannst du auch mal darüber nachdenken, was man noch so einem Spezialisten geben kann, wo es halt effektiver und effizienter wird. So, und jetzt kommt jetzt das Konzept rein, okay, dann hole ich mir doch für eine gewisse Zeit jemanden rein, gerade wenn ich vielleicht auch höheren Bedarf habe, der für mich das Ganze mal aufsetzt, sodass ich es später weitermachen kann. Und so hatte ich das Konzept Rental Recruiter verstanden. Ja. Also das ist so, wir bei Rental Recruiter ist es so, dass unsere Recruiter, die wir selber ausbilden, die wir mit allen Tools ausstatten, die sie brauchen, Hardware, Software und so weiter, dass die wirklich bei Unternehmen vor Ort eingesetzt werden. Genau, und das ist oft der Fall, wenn Unternehmen entweder einen hohen, gleichbleibenden Bedarf haben an Mitarbeitern oder wenn sie eben in Wachstumsphasen sind oder wenn sie zum Beispiel sagen, ich möchte da in dem Ort einen neuen Standort aufmachen. Ich brauche jetzt eine Vertriebsmannschaft von 15 bis 20 Personen und die sollen bitte jetzt in 6 Monaten aufgebaut werden. Das ist also ein temporärer, hoher Bedarf. Und
da einfach keine internen Kapazitäten dafür da sind und auch kein Wissen, wie man so schnell eben an diese Qualifikationen auch wirklich kommt. Aber ich finde, glaube ich, auch das Thema, wie ist es mit Know-how-Transfer? Also ich würde ja immer sagen, ja, ich möchte aber, wenn der bei mir sitzt, dann will ich, dass der meinen Leuten alles beibringt, was er weiß, damit wir später halt auch ein bisschen schlauer sind. Weil wenn der kommt und das dann macht und dann wieder geht, dann bin ich ja genauso so wenig schlau wie vorher. Ne? Ja, du bist ja auch ein schlauer Fuchs, ne? Also, das würde ich auch immer machen. Und das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Unternehmen, bei denen wir auch direkt mit den Recruitern zusammenarbeiten und dann ja auch der Know-how-Transfer stattfinden kann. Und es gibt aber auch Unternehmen, die einfach sagen, wisst ihr was, ich bin froh, wenn ich mit dem Thema Recruiting nichts zu tun habe. Wir arbeiten hier professionell und gut zusammen. Ihr wisst genau, was ich brauche, was mir wichtig ist und genau bis zu exakt dem Prozessschnitt, den wir da definiert haben, sorgt ihr dafür, dass geeignete Kandidaten in meinen Recruiting-Funnel quasi reingespült werden und dann übernehme ich. So, das ist eben sehr, das ist wie gesagt, das Individuelle, je nachdem, wie sie es wollen, brauchen. Ja, du hast ja immer diesen direkten Schmerz, ne, wo du sagst, da tut es mir jetzt gerade ganz viel weh, und du hast diesen stumpfen Schmerz, der dir sagt, okay, eigentlich weiß ich gar nichts darüber, ich müsste das aber eigentlich wissen, weil das Problem geht ja nicht weg. Ne, wenn du jetzt ein paar Stellen besetzt hast, das Problem geht ja nicht weg. Ne? Deswegen würde ich immer sagen, okay, dann nutzt die Zeit, dir zumindest einen Teil dieses Know-hows dann auch anzueignen. Also ich sage ja immer, Recruiting ist mittlerweile eine Killerkompetenz für alle Führungskräfte. Ja, die meisten Unternehmen, die ich so kenne, die sagen, also einer der größten Wachstumshemmnisse für uns ist, dass wir nicht mehr die richtigen Leute finden oder dass wir halt einen sehr, sehr hohen Aufwand betreiben müssen, um die richtigen Leute zu finden. Da finde ich, und manchmal macht es auch Sinn, mit einem Headhunter zu arbeiten, wie wir zum Beispiel. Manchmal macht es aber auch Sinn, mit einem externen Recruiter zu arbeiten. Gerade, glaube ich, auch wenn es halt nicht so um das Thema, also wir sind ja eher die Leute, die wirklich klassische Direktansprache machen, auch persönliche Direktansprache. Und so wie ich das verstanden habe, macht ihr eher so, okay, wir bauen so ein bisschen Recruitment-Marketing auf, wir texten für euch Stellenanzeigen, wir machen auch ein bisschen Active, wir suchen in Xing und in LinkedIn und in anderen Foren und wir sprechen die Leute dort auch an, aber eher automatisiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also beides, ne? Also wie gesagt, wenn ich in den Bereich der Werbeanzeigenschaltung gehe, also in die App-Schaltung, das läuft dann sehr, sehr automatisiert und targetiert. Wenngleich man immer gucken muss, wie ist dann die Kontaktaufnahme, da gibt es verschiedene Optionen, das individueller zu lösen oder auch automatisiert über Chatbots und so weiter. Genau, und Active Sourcing, das ist aber immer persönlich, also das ist kein Bot oder irgendwas im Hintergrund. Okay, aber das kann schon mal eine E-Mail sein oder eine Nachricht über Xing oder so, ne? Ja, natürlich. Aber von einem echten Recruiter geschrieben, der sich vorher das Profil angeguckt hat und natürlich darauf abzielt, ja. Ich finde das immer so krass, wenn ich mit so Personalberatern spreche, die sagen, naja, also wenn ich so einen Job habe, dann schicke ich halt 1000 Nachrichten über Xing raus und dann melden sich halt 5 bis 10 zurück und dann versuche ich damit die Stelle zu besetzen, wo ich immer denke, ey, wenn das jeder macht, ja, dann kannst du Xing als Sourcing-Plattform bald vergessen, weil die Leute so zugeschlossen werden, dass es nicht mehr funktioniert, ne? Ja, das ist, also genau, das ist ein... Ja, das ist ein Problem, finde ich, für alle, die Sourcing auf hohem Niveau und professionell betreiben, das Massensourcing. Und wir haben eben aus dem Recruiting, aus 30 Jahren Recruiting-Erfahrung, einen sehr, sehr zielgruppenspezifischen Ansatz. Das ist sicherlich auch unser Recruitment-Marketing-Denke-Mindset, die wir mitbringen. Das heißt, wir gucken extrem genau auf das Unternehmen. Was bietet das Unternehmen? Was bietet der Arbeitsplatz, also Arbeitgeber- und Arbeitsplatzattraktivität? Und gucken dann immer, was ist das Angebot? Also, wenn du mich jetzt ansprichst auf Xing, dann muss ich ja irgendwie Argumente haben. Warum sollte ich mich überhaupt mit dir beschäftigen, mit deiner Nachricht? Warum sollte ich überhaupt in Erwägung ziehen, mich mit dem Unternehmen, mit dem Job zu beschäftigen? Und das sind eben Themen, die sehr gut rausgearbeitet werden müssen. Und dann muss man eben verstehen, und deswegen passt dieses ich baller mal 1000 Sachen raus, überhaupt nicht zu unserer Philosophie, weil wir eben sagen, du musst dann den Transferschritt schaffen, zu sagen, für welche Zielgruppe ist dieses Angebot relevant? Nur weil du jetzt Maschinenbaufirma XY bist, ist dein Angebot, was du als Arbeitgeber machst, nicht für alle Maschinenbauingenieure gleich relevant, sondern für einen kleinen Teil. Und wenn du das sehr gut ausarbeitest, und das ist eben, das, ich meine, das, ne, das merkt man ja auch, das ist einfach Marketingansatz, Marketingdenke, dann schaffe ich es eben, die Leute auf den Plattformen in ihrer Situation, in der sie empfänglich sind, wirklich zu begeistern, für einen neuen Job, für eine neue Herausforderung.
Ich finde, es ist auch immer unglaublich wichtig, halt auch die Verknüpfungspunkte zu sehen und anzusprechen. Ne? Also wenn wir jemanden ansprechen, sagen wir mal, ja, wir finden dein Profil interessant, weil du hast das und das gemacht und wir glauben, dass das ganz gut dazu passt, was wir hier suchen, weil da haben wir ähnliche Kunden oder ähnliche Vertriebsprozesse und so weiter. Ne? Ich meine, ich kriege ja auch ständig Jobangebote über Xing, ja, für Versicherungen und alles Mögliche, wo du halt merkst, okay, das ist echt mega breit gestreut. Ja, ja, und das ist einfach, also ja, ich finde immer, dass das natürlich auch negativ auf ein Unternehmen zurückfällt. Also ich würde dann denken, wenn die AHAG mich jetzt anspricht oder ich weiß nicht, die LVM und irgendwie ist überhaupt kein Anknüpfungspunkt da, dann zahlt das natürlich auch negativ auf deren Marke ein. Und das würde ich natürlich aus Marketing-Sicht nie wollen, weil ich möchte natürlich, dass jeder Kontaktpunkt, den ich habe mit dem Unternehmen, positiv besetzt ist. Also, ja. Vielleicht sollten wir darüber auch nochmal sprechen. Das kannst du natürlich auch mit einem Recruiter, der sich auf so ein Thema spezialisiert hat, kannst du das ganze Thema Candidate Experience natürlich auch viel besser steuern. Ne? Also wie, ja, wenn Bewerbungen reinkommen, wie schnell werden die abgearbeitet, wie persönlich werden die betreut und so weiter. Das gehört ja auch dazu, ne? Ja, absolut. Und da haben wir eben den Ansatz, wir arbeiten seit 3 Jahren ohne Anschreiben. Also machen wir nicht mehr, weil es nichts bringt. Ist es so, dass wir überall dort, vor allen Dingen, wo wir eben mit wechselbereiten Kandidaten in Kontakt sind, dafür sorgen, dass sie eben jederzeit über jedes Tool mit uns in Kontakt kommen können. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn man Werbeanzeigen einsetzt oder auf Social-Media-Plattformen aktiv ist als Arbeitgeber, dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass auch jemand, der Interesse hat, freitagsabends um 20 Uhr, wenn der in der Bahn sitzt, auf dem Weg zur Party, dass der in der Lage ist, Interesse zu bekunden. Ne? Wenn ich da jetzt schreibe, bitte log dich ein und lad hier noch dein Anschreiben hoch und ich will übrigens auch sofort alle deine Zeugnisse haben, dann ist derjenige weg. Er wird sich auch am nächsten Tag nicht daran erinnern, je nachdem, wie der Abend gelaufen ist, aber allein so von der Aufmerksamkeitsspanne her, sage ich jetzt mal, unabhängig von dem Verlauf des Abends, wird er sich nicht daran erinnern, dass er jetzt da alles hochladen sollte oder irgendwas schreiben sollte. Deswegen ist das eben sehr, sehr wichtig, das mitzudenken und das ist eben dann wirklich Recruitment-Marketing bis ja, an jeden Journey-Punkten, also an allen Kontaktpunkten, an allen Experience-Punkten mitgedacht, sodass jemand wirklich sehr, sehr leicht und mit einer sehr angenehmen Erfahrung wirklich dann den Weg auch schaffen kann und unkompliziert einfach in Kontakt kommt mit einem potenziellen neuen Arbeitgeber. Ich meine, nichts anderes ist es ja für jemanden, der den Job wechseln möchte. Da sagen ja viele Unternehmen, naja, aber wenn der dann nicht mal mehr am nächsten Morgen sich die Mühe macht oder am nächsten Tag sich die Mühe macht, mal eine anständige Bewerbung zu schreiben, dann hat er ja auch kein Interesse, Frau Hermann Bäumer, oder? Ja. Solche Leute wollen wir ja gar nicht. Ja, genau. Ja, weiß ich dann irgendwann auch nicht mehr, was ich sagen soll. Also ich mache immer das Amazon-Beispiel. Ne? Also ich finde, Jobs müssen shoppingfähig sein. Ja, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich eine Frau bin, sondern das sage ich, weil ich weil ich Recruitment-Marketing-Spezialist bin. Das heißt, wir möchten, also Menschen shoppen Jobs, wie sie Schuhe shoppen. Ja, und wir sind daran gewöhnt, einfach auf diesem mini kleinen Display, Smartphone, jederzeit alles kaufen zu können. Mit 3 Klicks. Ja, und deswegen, das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel Amazon einfach so unglaublich erfolgreich ist. Das Design ist scheiße, sieht schrecklich aus, aber die Usability ist extrem gut. Das heißt, ich kann innerhalb von 3 Klicks eigentlich alles kaufen, was ich möchte. Und diese Denkweise der Personaler, der muss jetzt aber doch mal hier mal aber so richtig sich ins Zeug legen und mal so richtig nochmal ein Anschreiben formulieren stundenlang, trifft auf diese Shopping-Denk- oder Lebensrealität. Und das gibt natürlich einen Crash, weil das nicht miteinander kompatibel ist. Und deswegen ist es so extrem wichtig, sich eben zu überlegen und das auch einfach mal für sich als Unternehmen durchzuspielen. Wenn ich jetzt Kandidat bin und ich sehe was Spannendes auf LinkedIn, auf Xing, wenn man schon so weit ist, dass man die Sachen auch teilt, wie viele Klicks brauche ich denn, um am Ende wirklich in Kontakt zu kommen? Ja, ich sage ja zu Unternehmen schon immer, ich sage ja zu Unternehmen schon immer, spiel doch mal Kunde, ja, und versuch mal auf deiner Webseite was zu kaufen. Oder mit jemandem in Kontakt zu treten. Probiere erstmal das aus. Ne?
Und schon das ist oft nicht so schwer. Und dann das Argument zu bringen, naja, wenn das nicht, dann der Kunde muss schon richtig kaufen wollen. Also den machen wir schon ein bisschen schwierig. Also wir wollen nur die Kunden haben, die wirklich kaufen wollen, nicht so ein bisschen. Ne? Ja, genau. Da kann man natürlich sagen, ja, aber bei Bewerbern muss es anders sein, wo ich immer sage, okay, aber wenn du nicht mehr genügend Bewerber findest, die es wirklich wollen, dann ist halt die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ne? Oder ist jetzt einfach Ende und es gibt keine Leute mehr? Ne? Ja, genau. Und das ist absolut so. Also das muss man nicht immer so machen. Man muss das nicht immer so auf die Spitze treiben. Wenn man natürlich einen guten Bewerbungseingang immer noch hat, prima, dann zeigt das ja auch, man kann bei seinem Prozess, bei seiner Herangehensweise bleiben, auf jeden Fall vielleicht zum richtigen Zeitpunkt noch. Vielleicht bin ich ja dann, ne? Vielleicht kommen aber auch die Falschen an, ne? Vielleicht kommen ja auch die Falschen an. Und die Leute, die halt busy sind, die fest im Job sind, die ganze Zeit im Auto sitzen, die bewerben sich halt nicht, weil es denen zu aufwendig ist. Du kriegst zwar genügend Bewerbungen, aber vielleicht kriegst du gerade die du eigentlich hättest, nicht über diesen Kanal. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also muss man natürlich für sich überprüfen, ne? Also klar, wenn ich das ist eben, ne? Wenn das eine nicht funktioniert, mach was anderes. Also wenn ich irgendwie merke, das funktioniert nicht, ich kriege nicht die richtigen oder ich kriege zu wenig, dann muss ich eben was anderes machen. Und dann ist es so extrem wichtig, wirklich diesen Prozess einmal durchzuspielen und wirklich vor Augen zu haben, schaffe ich das eben hiermit? So, das ist der Bildschirm, mit dem ich überzeugen kann. Und das ist das Gerät, was wir alle gewohnt sind, so, ne? Also Smartphone eben so. Ja. Also wir haben ja schon einige Folgen zu dem Thema gemacht, also so funktioniert Recruiting heute, das sind so die Themen, die du machen kannst. Da kommt halt ganz oft zurück, ganz ehrlich, wir kriegen das in unserem Unternehmen nicht auf die Rille. Wir haben andere Prioritäten, wir haben eine kleine oder gar keine Personalabteilung. So und deswegen fand ich halt euren Ansatz so spannend, dass man sagt, ja okay, dann hol dir doch einen Experten rein für ein paar Wochen oder ein paar Monate, der das entweder bei euch implementiert, das wäre meiner Meinung nach die richtige Lösung, also mit euch gemeinsam mal so einen Prozess aufsetzt, okay, so würde es funktionieren, oder der es halt bei euch abwickelt, weil dann habt ihr das Thema schon mal weniger. Ne? Wie funktioniert das dann? Ist es dann eher so, ist es auf Monatsbasis oder wie macht ihr das? Also das ist auch unterschiedlich, je nachdem, was jemand braucht, aber vom Grundsatz her ist es so, dass man sicherlich mindestens 3 Monate braucht in einem Unternehmen, um wirklich zu sagen zu können, okay, wir haben nachweisbare Erfolge und konnten wirklich Personen einstellen. Normalerweise ist es so, dass wir für ein halbes Jahr oder ein Jahr sogar da sind, aber das kommt eben darauf an, was wirklich benötigt wird. Also wenn jemand wirklich permanent 40 Stunden als Recruiter nicht bei uns sitzt im Büro, sondern eben wirklich im Büro des Kunden, dann sind das meistens eben sehr, sehr tiefe Integrationen auch und das ist über einen längeren Zeitraum dann, ja. Okay. Und kannst du was über den Kostenansatz grob sagen? Nur, dass man so ein Gefühl kriegt? Ja, also schwierig, ehrlich gesagt. Ist auch wieder unterschiedlich. Wir haben, dass man sagt, okay, wir haben hier eine fixe monatliche Summe, so. Damit sind wir dann aber auch durch, so. Egal wie viele Personen ihr einstellt, es ist wurscht, so, dass ihr habt die Vorgabe und dann ist gut. Oder es ist so, dass wir mit einer Kombination arbeiten. Das heißt, wir haben eine fixe monatliche Summe, die aber niedriger angesetzt ist und dann wird quasi auf Erfolgsbasis dann nochmal für jede Einstellung was obendrauf gepackt. Okay. Gut, ja. Gut, und ich gehe mal davon aus, dass es deutlich über 5.000 Euro liegt pro Monat, wenn man sowas macht, oder? Ja, also ich meine, man kann sich das ganz leicht ausrechnen. Was kostet mich das, einen Recruiter einzustellen? Was kostet mich das, den auszubilden? Was kostet die technische Ausstattung? Was kosten die ganzen Zugänge? Was kostet mich das, den permanent fit zu halten? Genau. Und dann das gegenüberstellen und vor allen Dingen, wenn ich eigentlich sage, hey, ich will einen Standort aufbauen und das dauert hier exakt 6 Monate, 8 Monate und dann brauche ich den ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, weil also das ist natürlich ein Thema. Fertig, ne? Ja, oder halt du sagst, okay, ich habe das Know-how nicht. Ja, und ich habe eigentlich macht es auch keinen Sinn, einen Recruiter komplett einzustellen, abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich in meiner Region eh keinen finden würde, der das kann. Ja. Ja. Dann macht es doch eher Sinn, sich das Know-how reinzuholen, nicht zu 100%, aber vielleicht zu 40%. Ja. Ja, und du hast halt
genau, du hast die Kosten, die ich einen Recruiter kosten würde, plus die ganzen Lost Opportunity Kosten, ne? Also die Zeit, die der Mitarbeiter, die du eigentlich suchst, nicht im Unternehmen sind, ja, die Zeit, die du mit falschen Bewerbungen verbringst, das Geld, das du für schlechte Stellenanzeigen ausgibst, wo du möglicherweise noch eine schlechte Candidate Experience erzeugst, ja. Also deine eigene Recruitment-Marke eigentlich noch runterwirtschaftest damit, das vergisst man halt immer. Ne? Ich meine, das sind die Argumentationen, die ich bei meinen Kunden auch immer sage, dass ja, aber das ist ja so teuer, was sie machen. Ich sage, das ist überhaupt nicht teuer. Ja? Teuer ist nicht zu machen. Mach mal einmal eine Cost-of-Vacancy-Berechnung, ja. Genau. Und dann weiß ich, was mich die nicht besetzte Stelle an Umsatz kostet. Und wie gesagt, also ich weiß nicht, wer sich einmal damit beschäftigt, was eben auch allein Software-Lizenzen und so weiter kosten. Da muss ich einfach gucken, ne? Und wenn ich dann eine Software-Lizenz anschaffe und ich habe da jemanden und der kann da exakt 10 Stunden die Woche mit arbeiten, dann kann ich mir das eben auch ausrechnen. Und ich kann dann ja auch nicht davor setzen vor den Xing Talent Manager zum Beispiel und sagen, mach mal. Das heißt, der muss ja irgendwie auch rangeführt werden, ausgebildet werden, begleitet werden und so weiter. Und dann ist ja auch immer noch die Frage, wie transparent ist das Ganze, ne? Also dadurch, dass wir dann ja auch als Dienstleister da tätig sind, als Partner, ist eben jede vier Wochen ist ganz klar Reporting, was wurde erreicht, was wurde alles gemacht an Aktivitäten, wie sehen wir im Recruitment-Marketing die Konversionen, wie sehen wir die Klicks und so weiter, was ist das Budget, was da war. Das heißt, ich habe eine komplette Transparenz auch. Genau. Und ich habe in der Statistik gehört, dass, glaube ich, ein Drittel der Talentmanager, die Xing verkauft an Unternehmen, und die sind auch nicht ganz billig, ne, werden nicht benutzt. Das heißt, ein Drittel der Lizenzen werden von, die haben die mal gekauft, aber die gehen nicht rein. Also die gehen, glaube ich, alle 3 Monate loggen die sich mal ein oder so, ja. Das ist so krass. Eurer Spaß. Ja. Aber du hast die Lizenz. Ja, genau, und das kann man nicht. Ja, klar. Genau, also du weißt ja, was sie kostet, ich weiß es auch. Und also wir arbeiten da mit und sind zufrieden, aber wir nutzen die eben auch jeden Tag mit jeder Person. Also dann macht es eben Sinn, ne? Genau. Ja. Cool. Also ich finde das ein super Konzept. Also macht sicherlich Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, entweder wenn man das Know-how ins Unternehmen reinholen will, das wäre für mich eigentlich der Hauptcase, muss natürlich gucken, dass die Strukturen auch stimmen und so weiter. Ich würde halt auch immer empfehlen, auch die Führungskräfte der einzelnen Abteilungen damit reinzuholen, dass die halt auch verstehen, dass es halt, ne, also wenn ich einen Prozess schaffe, dass die Leute sich heute das Abend noch bewerben können, dann macht es halt keinen Sinn, wenn die Fachabteilung dann 3 Wochen braucht, um eine Reaktion abzugeben, ne? Also. Ja, das gehört absolut. Alles mit dazu. Ne? Warum haben, ja genau, oder aus dem Sourcing, ne? Warum haben Sie sich beworben? Also man hat jemanden. Ja, genau. Genau. Ja, schön, erklären Sie doch mal. Ja, oder ich meine, du kennst das ja auch. Also bei uns ist es eigentlich immer dann, wenn Projekte hakelig werden, dann ist es eigentlich dann, wenn der Kunde nicht in der Lage ist, eine zeitnahe Reaktion abzugeben. Ja, also es sind Interviews stattgefunden und du telefonierst 2 Wochen hinter dem Klienten her, um mal ein Feedback zu kriegen. Da weißt du schon, okay, das geht dir komplett in die falsche Richtung. Ja. Ja, total. Also man muss einfach, da hast du einen total wichtigen Punkt angesprochen, es ist ganz wichtig, dass das Unternehmen, die Fachabteilung oder auch die Führungskräfte eben mitzunehmen und auch zu erläutern, warum geben wir jetzt diese Möglichkeit zum Beispiel, sehr niedrigschwellig in Kontakt zu gehen und warum habe ich dann in dem Reporting zum Beispiel drin, ich habe irgendwie 200 Kontakte gehabt und habe daraus eine Einstellung vielleicht am Ende generiert, warum machen die so viel Ramazamba da oben? Ja, weil es das eben braucht und weil ich eben zu den Themen Lebenslauf oder was hat jemand überhaupt an genauen Qualifikationen nicht im Erstkontakt komme, sondern eben erst viel später. Das heißt, dieser Auswahlprozess ist einfach vielschrittiger, bietet aber eben exakt diese Möglichkeit, was ich vorhin gesagt, dass man vielleicht die Leute nicht erreicht, die im Job sind, exakt diese Leute eben zu erreichen, zu begeistern in einem frühen Prozessschritt und dann eben, dann sind die auch bereit, einen Lebenslauf zu schicken. Das ist nicht das Thema. Aber eben nicht freitagsabends um 20 Uhr in der Bahn. Ja, also ich glaube auch, dass es die Einstellung muss ich hier komplett ändern. Also ich mache immer das Beispiel gerne, dass unser Leiter, der Berater, der Alex Klein, der hat sich hier beworben und hat die Bewerbung mit dem Handy abgeschickt und hat vergessen, den Lebenslauf anzuhängen. Ja, der Klassiker, oh nein. Und ich kenne, ne, weil der das halt während der Arbeit gemacht hat, ne? Und da würden jetzt ganz viele Leute sagen, naja, der ist halt zu doof. Ja, also offensichtlich ist er nicht ordentlich, deswegen ist er auch kein guter Mitarbeiter. Aber ich sage immer, Leute, diese Schlussfolgerung, also die Qualität einer Bewerbung sagt nichts darüber aus, über die Qualität des Mitarbeiters.
Ja, also es kann, du kannst, ich meine, jeder kann sich eine, ich sag das ja immer, jeder kann sich eine Bewerbung für 300-400 Euro schreiben lassen, die ist dann ja, perfekt. Ja, Ghostwriter. Super geil aus, ja, mit Ghostwritern und allem drum und dran, ja. Aber die Person hat sich noch nicht verändert, ja. Und andersrum ist es so, dass du Top-Verkäufer hast, das ist ja auch, wenn wir die ansprechen und sagst, schicken Sie mal Ihren Lebenslauf, der so, ich habe keinen Lebenslauf, ich habe noch nie einen gebraucht. Ja, genau, ja? Wofür? Ja. Eben, ja, so, und wenn der sich dann dabei bewirbt und sagt, ja, ich finde das spannend, den Job, ich habe aber keinen Lebenslauf, da sagt dann der Standardrekruter, ja, was ist denn das für ein Idiot, ja, aber vielleicht ist es der beste Verkäufer in der ganzen, im ganzen Feld, ne, so, und das sind die Sachen, die du natürlich lernen kannst, wenn du mal jemanden extern reinholst, der dir halt diese neuen Geschichten erzählt, wie die Welt heute funktioniert, ne? Ja, und der eben auch, also, ich finde es sehr, sehr spannend auch zu überlegen, dieser Standardbewerbungsprozess, der ist ja irgendwie für viele in Stein gemeißelt, warum auch immer, keine Ahnung, wer sich den jemals ausgedacht hat, aber die Frage ist ja auch, du hast gesagt, man macht sich einen Ghostwriter anschreiben zum Beispiel und einen Lebenslauf. Dann ist ja immer die Frage als Recruiter, was kann ich denn da eigentlich rauslesen? Also bietet mir das eigentlich die Informationen, die ich brauche, oder wäre es nicht viel sinnvoller, wenn dieser Vertriebler zum Beispiel mir ein Video schickt? Ja, ich stelle dem zwei Fragen, der macht mal eben so ein WhatsApp-Video und schickt mir das rüber. Ganz ehrlich, da kann ich doch viel besser ableiten, wie spontan ist jemand, wie spricht der, kommt der sympathisch rüber. All solche Sachen, die im Vertrieb wichtig sind, kann der überzeugen oder sitzt der da eigentlich nur so wie so ein Schluck Wasser irgendwie in der Kurve. Das bietet mir doch viel mehr Potenzial zu entscheiden, will ich den haben oder nicht. Aber es ist sehr, also ich finde das mega spannend, weil das für uns so eine Spielwiese ist, am Ende exakt solche Sachen in Frage zu stellen und sich eben zu überlegen, wäre es nicht viel sinnvoller, eben andere Wege zu gehen? Und ja, was brauche ich eigentlich in dieser Qualifikation wirklich? Was sind die Hauptfähigkeiten, die jemand haben muss? Und kann ich das nicht auch vielleicht auf eine spielerische und nette Art und Weise früh im Prozess schon feststellen? Absolut. Also wir sehen auch, dass der Prozess kaputt ist. Ich habe da in einem Podcast ein paar Studien zitiert. Es gibt in Amerika so einen automatischen Bewerbungsbot. Das heißt, du schickst deinen Lebenslauf dahin. In Amerika ist es ein bisschen einfacher, weil die halt standardisierter sind. Und der matcht im Prinzip Anforderungen mit dem Lebenslauf und schickt raus. Und dadurch können die natürlich auch messen, wann eine Bewerbung erfolgreich ist und wann nicht. Und die haben zum Beispiel herausgefunden, dass deine Bewerbung erfolgreicher ist, wenn du sie morgens früh schickst, als wenn du sie abends schickst, ja. Und das ist, oder, dass deine Bewerbung auch erfolgreich ist, wenn du sie montags morgens schickst, als wenn du sie am Freitag schickst, ja. Und das ist ein Zeichen dafür, dass der Recruiting-Prozess in dem Unternehmen kaputt ist. Weil es kann ja nicht sein, dass ein und derselbe Bewerber unterschiedlich bewertet wird, ob er sich jetzt morgens oder abends bewirbt, ja. Und dann hast du halt einen Recruiter, der sagt, ah, Montagmorgen, supergeil, schöne Bewerbung, lade ich ein. Und montags abends, so, den habe ich keinen Bock mehr, den sage ich jetzt ab, ja. So, und, oder ich bin am Wochenende eigentlich gedanklich und das hat eben nichts mit objektiven Kriterien zu tun und einem professionellen Prozess, also genau. Keine Frage. Ne? Und das ist natürlich auch der Vorteil von einem externen Recruiter, weil der natürlich viel, viel objektiver an sowas rangeht. Ja, weil der sagt, ich will hier meine Placements machen und so weiter. Ja, und dann, das ist ja bei uns auch oft so, dass sie sagen, ja, aber guck dir den doch nochmal an. Ja, ich weiß, der Lebenslauf ist da und da komisch, aber guck dir den nochmal an, weil der ist gut, das ist ein guter Typ, ja. Ja. Also, klar. Cool, Andrea, sehr spannend. Macht immer wieder Spaß, sich mit auch Experten aus dem Recruiting-Bereich auszutauschen. Also ihr seid ja auch, glaube ich, bei dem ganzen Thema Online und Werbung auch noch mal ein ganzes Stück weiter vorne. Also wir machen jetzt auch schon viele Experimente hier mit Werbung auf Facebook, aber es hängt auch immer von den Zielgruppen ab, die du erreichen möchtest. Ne? Na klar. Letzte Frage, wo kann man dich erreichen? Wo kann man mehr über dich und dein Unternehmen erfahren? Also gerne Xing und LinkedIn. Wir waren ja schon die ganze Zeit im Social-Media-Bereich und auch bei uns auf der Website natürlich. Guckt gerne rein, kontaktiert mich. Sehr gerne. Okay, also das ist amg-recruiting.de. Minusrecruiting.de, genau. Und dein Name ist Andrea Herrmann mit einem R und zwei N, minus Bäumer mit EUMER. Ich verlinke das nochmal unten in den Shownotes. Okay. Wir haben uns ja auch über Xing den Kontakt gemacht. Also ich kann schon mal sagen, das funktioniert. Ja, auf jeden Fall.
Wir hatten immer versucht, uns persönlich zu treffen, aber du bist ja physisch in Münster, ich bin in Frankfurt. Das haben wir jetzt irgendwie auf die Schnelle nicht auf die Rille gekriegt. Deswegen haben wir es jetzt per Zoom gemacht. Ja, ich will vielleicht noch mal kurz darauf hinweisen, ich habe auch eine Facebook-Gruppe, wo wir auch so Recruiting-Themen behandeln, wo man sich auch untereinander austauschen kann und wo ich einmal in der Woche ein Live mache, wo ich halt so Themen behandle. Also wen das interessiert, ich verlinke das auch unten nochmal in den Shownotes. Da sind jetzt über 200 Leute drin, die sich auch untereinander austauschen, auch Themen zum Thema Vertrieb und Recruiting besprechen. Also für wen das interessant ist, hier nochmal eine herzliche Einladung. Das ist kostenfrei, einfach mal nach Christopher Funk und Gruppe suchen, da wirst du das finden. Ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes. Dann sind wir durch. Ich mache den Abspann, Andrea. Das war die Folge vom Vertriebsfunk zum Thema Rent a Recruiter. Ich finde das ein cooles Konzept. Vielleicht mal drüber nachdenken, auch wenn der Bedarf jetzt vielleicht nicht so hoch ist, dass du 60 Mann füllen musst in 3 Monaten. Aber wenn du sagst, okay, die Zeiten ändern sich, die alten Schablonen funktionieren nicht mehr, du kannst dir das alles selber aneignen. Also im Internet ist alles frei verfügbar. Die Frage ist halt immer nur, die Frage stelle ich mir auch immer, wo kannst du deine Zeit am effizientesten und effektivsten einsetzen? Ne? Und da macht Outsourcing bei vielen Themen dann doch Sinn. Ne? Also mal drüber nachdenken, wenn du noch mehr dazu wissen willst, wenn wir dann noch andere Bereiche behandeln wollen, was du jetzt gehört hast, wo du sagst, da sollen wir noch mal tiefer drauf eingehen, freue ich mich über dein Feedback. Gerne über die, Social Media ist immer gut, also über Facebook, über Instagram, über Xing, da bin ich auch, und LinkedIn oder über die Seite vertriebsfunk.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast ein paar Erkenntnisse gewinnen können heute und ich freue mich schon auf das nächste Mal mit dir. Vielen Dank nochmal an dich, Andrea. Bis zum nächsten Mal. Gib alles. Dein Christopher Funk. Tschüss. Wenn du noch mehr lernen willst über Karriere, Vertrieb, mehr Umsatz und sicheres Wachstum, dann schau dir doch noch ein paar andere Videos an, die wir hier haben. Oder abonniere den Kanal, dann wirst du automatisch informiert, wenn was Neues kommt und du verpasst keine Folge mehr.